In Bulgarien haben erneut tausende Menschen den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Borissow gefordert. Eine geplante Kabinettsumbildung reichte ihnen nicht. Die Demonstranten warfen der konservativ-nationalistischen Koalition unter anderem Korruption vor. Auslöser der Proteste sind Durchsuchungen der Arbeitsräume von zwei Mitarbeitern des Staatschefs Radev. Die beiden Mitarbeiter wurden vorübergehend festgenommen. Dem einen wird Einflusshandel, dem anderen Anstiftung zum Amtsmissbrauch vorgeworfen. Das Parlament in Sofia wird in der kommenden Woche über einen Misstrauensantrag gegen die Regierung abstimmen. Die Regierung geht davon aus, dass sie das Votum überstehen wird. Sie hat einen größeren Umbau des Kabinetts angekündigt. Die nächste Parlamentswahl in Bulgarien ist im Frühjahr kommenden Jahres geplant.